Hallo, seid gegrüßt. Hallo. Wir waren heute richtig nett bummeln. Nachdem Jenny etwas früher Feierabend hatte, haben wir uns entschlossen, nochmal in die Stadt zu gehen. Und ein wenig, auch wenn Jenny das Wort nicht gerne hört, waren wir bummeln. Ich nenne es ja shoppen und ich denke, viele von euch auch. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also es hat sich sowas von gelohnt, noch rauszugehen nach dem frühen Feierabend. Aber erzähl du erstmal weiter, weil ich bin schon so, ne? Jenny war natürlich hauptsächlich shoppen, deswegen, ich habe wieder so ein bisschen Sendepause. Ihr seht das hier auch so ein bisschen. So. Das hier ist meins. Der Mann war beim Mediamarkt. Ja, und ich hatte gesagt, also nicht, dass ihr denkt, wir machen das jetzt immer oder sowas, aber ich hatte gesagt, ich wollte von den Sachen doch ganz gerne ein Haul machen. So oft kommt es ja nicht vor. Es kam ja schon mal vor, aus der Dortmunder Tiergalerie, da hatten wir den Haul ja gemacht. Aber jetzt wollte ich ganz gerne nochmal ein Haul machen, weil da so ein paar schicke, nette Sachen bei sind, die ich euch doch nicht vorenthalten wollte. Und immer wenn da so schicke Sachen bei sind, dann möchte ich die ja immer ganz gerne zeigen. Und ja, dann missbrauche ich den Spinnerkanal manchmal so ein bisschen dafür. Haul ist ja vollkommen okay. Ja. Aber während Jenny jetzt euch unterhält, habe ich mir so ein Pot Fla besorgt. Kennt sonst noch jemand diese Fla-Puddings? Manche holen sich ja so ein normales Pöttchen-Pudding, ja? Aber eher so, also als ich ihn das erste Mal einen Pudding kaufen sah, fand ich das ja sehr lustig, weil ich dachte, er greift jetzt so einen normalen Pudding und er sofort. Aber das das war noch nicht alles. Er nahm sich gleich zwei davon. Ja. Und ich war geschockt. Und die esse ich natürlich auch normal immer ganz. Brav ja, auf. Das tut und er. Deswegen, das Wort hat Jenny und ich genieße meinen Pudding. Ja. Der ist lecker. Und ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Und ehrlich gesagt weiß ich teilweise schon gar nicht mehr, was ich alles geholt habe. Das ist alles jetzt hier in Tüten und ich bin jetzt selber nochmal überrascht. Für mich selbst nochmal. Also fangen wir mal hier mit dieser Karstadt-Tüte an. Ah ja, da habe ich was richtig Cooles geholt. Ich liebe ja Latte Macchiato. Also ich hasse Kaffee, ich mag ja überhaupt keinen Kaffee so einfach nur schwarz, ohne alles, ohne Zucker, so man sagt ja, eigentlich ist das ja, sollte man das ja so trinken, das ist ja glaube ich am gesündesten und am kalorienarmsten und so weiter, aber ich mag Latte Macchiato am liebsten, trinke ich wirklich richtig gerne und auch morgens so vor der Arbeit und so ist das richtig hilfreich und so, aber ich habe ja immer so, ich hatte mal von Shibo oder so eine total langweilige Latte Macchiato Tasse. Die ist mir irgendwann auch so ein bisschen leid geworden oder ich bin die leid geworden. Und dann hatte ich dann irgendwann mal auf so eine andere Tasse, so eine andere chinesische Tasse bin ich umgestiegen, was aber auch nicht so richtig Latte Macchiato like war. Also habe ich mir eine neue Latte Macchiato Tasse geholt. Jetzt denkt ihr natürlich, sie holt sich eine Latte Macchiato Tasse. Was interessiert uns? Das ist ja voll langweilig. Aber ich sag euch, guckt euch diese Latte Macchiato-Tasse an. Achtung! Du, 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 du. Tada! Ist die nicht cool? Seht ihr das? Ah, die ist richtig cool. Und hier oben, ihr kennt doch immer, wenn man so Coffee to go macht. Also da hat man ja immer diese Deckel da oben drauf. Und hier hat das auch einen. Also das ist so ein, aus so Gummi. Aber den kann man hier auch oben drauf machen. Das ist total süß. Und ja, dann habe ich so eine richtig schöne Latte Macchiato Tasse für mich. Dann kann ich selber aus diesem Ding hier immer wieder erneut, ohne es wegschmeißen zu müssen, trinken. Also ich finde die richtig süß. Ihr könnt es hier auch sehen, hat 4,95 nur gekostet. Also ich finde, das ist richtig gut. Habe ich von Karstadt geholt. Also die finde ich richtig süß. Hier oben noch so eine Spitze und so. Also gefällt mir. Jenny nennt sowas ja immer Kaffee Latte Macchiato. Für mich ist das einfach nur ein Milchgetränk. Ja, aber es ist ja... Da ist ein Pups Kaffee drin. Es ist Espresso drin. Aber ich nenne es trotzdem Kaffee, weil es ja so ein bisschen Espresso hat. Aber ich finde, es hat auch genau die richtige Größe für Latte Macchiato. Und ich freue mich da, meinen ersten Latte Macchiato morgen früh draus zu trinken. Ja, also da freue ich mich schon drauf. Finde ich richtig schön. Dann war ich auch überrascht, dass ich sowas gefunden habe. Naja, aber war Zufall. Aber ich bin froh. Was haben wir hier noch? Dann noch, noch was aus Karstadt. Habe ich hier. Muss ich mal gucken. Ach, das ist hier nur. Ja. Wo ist denn. Ich habe eigentlich noch was von Karstadt geholt. Wo ist mein Schal? Da drin. Ach, der ist da auch. Ach ja, hier ist ja noch eine Karstadt. Jetzt habe ich es euch ja schon verraten. Aber naja, dazu kommen wir gleich.
Ich habe hier noch was geholt, weil ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Wahrscheinlich nicht. Ich mag irgendwie Eulen total gern. Also immer, wenn ich Eulen sehe, fühle ich mich irgendwie gut. Und ich habe hier oben bei mir als Deko auch so eine Eule stehen. Also ich mag Eulen. Und dann habe ich mir gedacht, hole ich mir doch diese Ohrringe. Ich finde die irgendwie cool. Und ich bin ja mal gespannt, wenn ich die das erste Mal drin habe, wie die so aussehen werden an mir. Aber mir haben die gut gefallen, deswegen habe ich mir die Eulenohrringe geholt, ja. Also die finde ich richtig gut. Und was ich euch auch noch von Karstadt zeigen wollte, war das hier. Weil da war ich ja, ich war eigentlich immer so auf der Suche noch nach einem neuen schicken Schal, weil es wird ja nicht ewig so warm bleiben und es ist ja jetzt auch ein bisschen kühler geworden und so. Deswegen habe ich mir gedacht, hole ich mir so einen. Ich gucke drauf und denke so, boah, 14 Euro für den Schal. Dann gucke ich aber ein bisschen weiter auf dem Preisschild und oben auch auf diesen Geländern. Dann stand da, 3 Euro pro Schal. Und dann dachte ich, natürlich mache ich das. Eigentlich ist der voll kitschig und weiß auch nicht. Aber irgendwie musste ich den dann doch holen. Der ist hier so ein bisschen blau und dann sind da so Vögel drauf und so. Ja, voll interessant, ich weiß, aber ich wollte den halt, ne? 3 Euro. Ja. Und, nee, das Highlight kommt erst zum Schluss. Ich möchte jetzt noch, also, was ich hier, ich weiß gar nicht, die habe ich ja schon um. Also, 2 Sachen habe ich schon um. Und zwar einmal das hier, was ich auch total schön finde. Könnt ihr das sehen? Fokussiert das? Ja. Einmal so ein Armband, hier sind so Schleifen, hier ist auch so eine Schleife drum gebunden. Hier geht's dann weiter. Also, ist echt schick. Sowas mag ich ja. Ihr kennt mich ja. Also das finde ich richtig schön. Dann habe ich hier auch schon diese Kette. Seht ihr das? Aber das ist ja nicht einfach nur eine Kette, ne? Also ihr denkt jetzt, ja, ist langweilig, ne? Also, aber ich sag euch, die ist nicht langweilig, weil ihr drückt hier oben drauf und dann wird daraus eine Uhr. Und jetzt seht ihr, wie spät es schon ist. Unter der Woche. Ja, und hier ist noch so ein Schleifchen dran. Aber es ist wirklich eine Uhr und sie funktioniert. Also, richtig schöne Kette. Richtig toll. Also, die hatte ich ja bei Karstadt gesehen. Wollte ich mir eigentlich auch sofort holen. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, so, also, die ist ja nicht ganz billig so. Also, die hat 14 Euro gekostet. Und dann dachte ich mir so, weil 14 Euro so für Modeschmuck ist ja doch recht teuer. Und deswegen dachte ich mir so, ja, du bist so gerade so am Anfang vom Shoppen, willst du die holen? Obwohl ich wollte die ja unbedingt haben und so. Und dann, ja, dann habe ich dann letztendlich ihren schweren Herzens gedacht, ja, sei vernünftig, hol sie dann halt nicht, weil die ist ein bisschen teurer und mal sehen, was du sonst noch so kaufst. Und dann habe ich sie nicht genommen. Aber ich habe schon überlegt, ich war schon so ein bisschen im Kopf so, ja, vielleicht kannst du sie irgendwann im Internet nachbestellen oder sowas mal. Ja, und dann saßen wir dann irgendwann in einem Café und dann sagte er hätte noch eine Überraschung. Ja, und dann hat er mir die Kette dann heimlich irgendwann geholt. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Er hat dann tatsächlich die Kette für mich geholt, weil ich die unbedingt haben wollte. Und ich wollte ja vernünftig sein, ausnahmsweise mal, was selten vorkommt. Und wollte dann die nicht kaufen, weil ich Geld sparen wollte. Weil er ja mal mit mir schimpft, weil ich so viel Geld rausschmeiße. Deswegen dachte ich, ja gut. Aber es tat schon ein bisschen weh. Ich wollte die gerne haben. Und da habe ich aber noch gar nicht gewusst, dass das eine Uhr ist. Und dann hat er dann letztendlich dann mir die Kette dann doch gegeben, weil er hat die dann heimlich für mich gekauft. Denn als ich gerade woanders am Gucken war. Wie der Blitz. Ja, ist er losgeschossen, hat die geholt nochmal. Und dann habe ich auch festgestellt, dass man die tatsächlich öffnen kann. Weil ich hatte nämlich daran so ein bisschen rumgemacht, als ich die mir im Laden angeguckt habe. Da ging dieses Ding hier nicht auf. Weil da war irgendwie dieser Verschluss hier oben kaputt. Aber dann habe ich dann hier nochmal auf dieses, er hat zum Glück im weise Entscheidung, hat er noch eine andere Kette geholt, die dahinter, weil die davor war wirklich kaputt, da ließ sich das nicht öffnen. Und derjenige, der die davor jetzt kauft, der wird niemals erfahren, dass das eine Uhr ist. Ja. Ja, aber sie funktioniert auch und sie ist richtig gut, also mir gefällt das. Also es ist richtig hübsche Kette, ja. Also Armband habe ich euch auch gezeigt und wenn wir jetzt gerade schon... Mein Pudding ist übrigens leer. Wie macht der das? Was mache ich jetzt so lange? Hast du jetzt den kompletten aufgegessen? Ja, du hast so viel geredet und... Ich habe doch noch gar nicht so viel geredet. Wie lange hast du jetzt dafür gebraucht? 10 Minuten? Nee, ich bin ja schon eh länger fertig. Und ich habe langsam gegessen. Ich glaube, ich muss mir das hinterher auf den Aufnahmen nochmal angucken, wie das...